Wir haben nicht die Zeit, einen Feldzug gegen ihn zu führen. Jemand muss nachgeben, wenn Ferelden im Kampf gegen die dunkle Brut eine Chance haben soll. Ich werde Logans Verrat hier und den gegen den König verbreiten. Aber ohne Beweise ist das nur eine Behauptung. Logans Verbündete werden darüber nachdenken. Aber wir brauchen etwas, das Logan nicht vom Tisch wischen kann. Jemanden, dessen Thronanspruch schwerer wiegt als der von Logans Tochter, der Königin. Meinst du damit Alistair, Bruder? Bist du sicher? Ich würde es nicht vorschlagen, wenn es eine Alternative gäbe. Aber das Undenkbare ist eingetreten. Alistair wäre ein furchtbarer König. Hey, ich stehe hier. Tegan und ich haben einen Anspruch durch Heirat. Aber dann wären wir Opportunisten, nicht besser als Logan. Alistair jedoch hat königliches Blut. Und was ist mit mir? Interessiert niemanden, was ich will? Ihr tragt Verantwortung, Alistair. Ohne euch gewinnt Logan und ich müsste ihn um Ferelden willen sogar unterstützen. Wollt ihr das etwa? Ich, aber... Nein. Ich sehe nur eine Möglichkeit. Ich berufe in der Stadt Denerim ein Landting ein. Ein Treffen des gesamten Adels von Ferelden. Dort soll Ferelden dann entscheiden, wer es beherrscht. So oder so. Danach können wir unseren wahren Feind bekämpfen. Was sagt ihr dazu? Ich würde das ungern ohne euer Einverständnis machen. Logan töten. Ob das unserer Sache dienlich wäre? Wir würden zu Verbrechern und unsere Anschuldigungen wären nur noch Ausflüchte. Zudem weiß ich gar nicht, wo Logan ist. Warum hat er mich wohl vergiften lassen? Um mich ohne direkte Konfrontation zu beseitigen. Wenn ich ein Landding einberufe und er dann jeden Kompromiss ablehnt und Radcliffe angreift, stützt das unsere Vorwürfe. Er wollte, dass ich an dem Gift sterbe. Und ohne die Einmischung des Dämons wäre auch genau das passiert. Oh. Was sind meine Möglichkeiten? Ihr müsst noch weitere Verbündete gegen die dunkle Brut finden. Ich warte mit der Reise nach Denerim, bis ihr soweit seid. Aber das Landing ist unsere einzige Chance. Landing? Wir könnten auch einen Feldzug gegen Logan wagen. Aber selbst wenn wir siegen, können wir dann noch die dunkle Brut vernichten? Nein, aber Logan auch nicht. Vielleicht spekuliert Logan darauf, dass jeder den Kampf gegen die dunkle Brut für wichtiger hält, als gegen ihn vorzugehen, damit er uns in dieser Schlacht anführen kann. Ja. Das kommt darauf an. Wenn wir im Landding keine Entscheidung für Alistair durchsetzen, ist ein Kampf gegen Logan nicht mehr möglich. Bedeutet das, dass Logan gewinnen kann, obwohl er seinen König getötet hat und vor Machtgier wahnsinnig ist? Möglicherweise. Wir müssen dafür sorgen, dass es nicht dazu kommt. Ferelden muss zusammenstehen, um die dunkle Brut zu besiegen. Eine geteilte Nation kann die Verderbnis nicht aufhalten. Trotz meiner Armee und euren Verbündeten. Wenn wir Logan unterstützen? Das ist doch wohl ein Witz. Ich hoffe, dazu kommt es nicht. Wenn ihr die Kapitulation plant, so bedenkt, dass er euch bereits töten wollte. Glaubt ihr, er verschont euch, weil ihr wisst, was ihr wisst? Wir haben keine Wahl. Gut, ich lasse es verbreiten. Aber bevor wir fortfahren, wäre da noch dieser Magier. Der Hauslehrer meines Sohnes. Wie ich hörte, lebt er noch. Stimmt. Er ist im Kerker, Bruder. Lass ihn herbringen, Tegan. Ich will ihn sehen. John, wir wissen alle, was ihr getan habt. Ihr wolltet mich ermorden und habt dadurch Ereignisse ausgelöst, die beinahe alles vernichtet hätten, woran mir etwas liegt. Was sagt ihr zu eurer Verteidigung? Nichts, Sir. Nur, dass es mir leid tut. Ich erwarte keine Gnade für meine Taten. Verstehe. Grauer Wächter, habt ihr etwas zu Jaons Gunsten zu sagen?
Seine Reue scheint mir ehrlich zu sein. Oh, das kommt unerwartet. Welche Strafe würdet ihr ihm geben? Ich als beteiligte Partei kann den Weg der Gnade im Moment nur verschwommen sehen. Genau. Das geht nicht. Er ist ein Malefiker, den ich nicht auf ein Land loslassen kann, das bereits von Krieg und Chaos gezeichnet ist. Tut mir leid. Joan, ich übergebe euch hiermit an den Turm des Zirkels der Magi. Der Erbauer sei eurer Seele gnädig. Danke, Herr. Und nun zurück zum Landding. Es wird einige Zeit dauern, meine Truppen zurückzurufen und unsere Verbündeten zu organisieren. Ich würde lieber warten, bis das erledigt ist, bevor wir das Landding einberufen. Ich schlage vor, dass ihr euch in der Zwischenzeit um die übrigen Verträge der Grauen Wächter kümmert. Wenn wir die Horde der Dunklen Brut vernichten wollen, brauchen wir alle Verbündeten, die wir bekommen können. Genau. So, mein Spiel tut wieder irgendwie spinnen. Bin gleich wieder da. So. Wir sind aufgestiegen. Hä? Wir müssen eine Spezialisierung machen, das ist ja auch nicht schlecht. Wir können entweder Plünderer werden oder Champion. Ich weiß zwar nicht, was ich vorher war. Kondition plus 1, körperliche Widerstandskraft plus 5. Dämonische Geister lernen mehr als nur Blutmagie. Plünderer versetzen ihre Fallen in Angst, nehmen die Seelen ihrer gefallenen Feinde auf, um sich selbst zu heilen, und können in einen Blutrausch verfallen, der sie umso mächtiger macht, je näher sie dem Tod sind. Und naja, wir machen Plünderer. Das andere Beiz kann ich nicht, komischerweise nicht machen. Noch nicht freigeschalten. Ich weiß nicht, ob ich vorher Champion war. Gute Frage. Kriegen ein bisschen Kondition. Und Widerstandskraft. Ah, vorher waren wir Templer gewesen. Die sind wir jetzt komischerweise nicht mehr. Das ist komisch. Das sind jetzt meine ganzen Punkte hier weg, oder was? Oder ist das jetzt eine zweite Spezialisierung hier? Der Plünderer weidet sich am Tod und absorbiert die verbliebene Energie sämtlicher Gefallenen in seiner Nähe, um einen Teil seiner eigenen Gesundheit wiederherzustellen. Dann machen wir das doch mal. So. Veteranen sind wir jetzt. Wir haben 2 Achievements bekommen. Held von Redliff. Ja, All haben wir gemeistert. Sehr schön. Und Frevlerisch. Ja. Gucken wir mal hier noch was. Veteran. Als Hauptcharakter eine Spezialisierung erlernt. Pilger. Naja. Sehr schön. So, was machen wir nun? Die Genesung des Arts ist ein Segen für das Land. Bla bla bla. So, alles wieder gesund. Und wir gehen auf die Weltkarte. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss hier. Muss ich erstmal schauen. Unsere nächste Quest. Gefallen für gewisse Gruppierungen. Okay.